Tach! Willkommen zurück. Freut mich, dass ihr da seid. Ich habe meine ersten Prüfungen durch. Geschrieben sind sie. War heftig. Und wenn ich das hier aufnehme, wir haben es jetzt gerade Mittwoch, den 3.5. Heißt, das ist die Folge, die morgen kommt. Wir haben jetzt Donnerstag. Ja, wir haben aufgehört. Wir können Gorn befreien. Hat er hier Lagerfeuer wir gemacht? Wir werden hier alle sterben. Kein offenes Feuer in geschlossenen Räumen. Merkt euch das. Hier macht keiner mehr offenes Feuer. Mal gucken, ob Gorn schon hier drin hockt. Dral und Sträfling. Es dreht sich alles nur ums Erz. Immer wieder das Gleiche. Sie wollen alle nur dieses verdammte Erz. Tja, hat sich halt nichts verändert, ne? Keine Sorge. Im dritten Teil spielt es nicht mehr so eine Rolle. Ich war draußen, als der Drache angegriffen hat. Ich habe ihn gesehen. Groß wie 10 Männer. Binnen von Augenblicken verbrannte sein Feueratem die Hütten. Ein Drache. Ich bleib hier sitzen. Hier kriegt mich keiner weg. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Gar nicht so blöd, der Kerl. Sagen wir es, wie es ist. Und hier, last but not least. Guck mal, Gorn erwartet uns schon. Der weiß es noch gar nicht, aber er hat uns schon erspäht. Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garund sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst? Ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Warte. Ich habe hier noch was, das du gut gebrauchen kannst. Diese Rüstung habe ich hier in der Zelle gefunden. Hat wohl einer der Gefangenen hier versteckt. Mir ist sie zu klein, aber dir könnte sie passen. Danke. Katsching. Wir sehen uns bei mittlere Söldnerrüstung. Alles klar. Wenn ich mich damals rechtzeitig abgesetzt hätte, dann müsste ich jetzt nicht wieder für die Schweine schuften. Ja, tut mir leid. Oh Gott, hat einfach den Schlüssel. Wofür gehe ich überhaupt hier rein? Er hat doch den Schlüssel. Ja. Ich mache einen ganz kurzen Cut. Bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. War ja gar nicht. Oh. Ich habe das Mikrofon vergessen. Tut mir leid. Da bin ich wieder. War ja gar nicht so lang, der Cut. Die Probleme habe ich doch. Hä? Wer erzählt denn da mal was? Schwierig. Ja, schwierig ist schwierig. Ton, ist der gut? Ja, der Ausschlag ist soweit ganz gut. Ich sollte auf den Bildschirm schauen, nicht auf den anderen. Oh, Gorn läuft auch wieder so entspannt, ey. Der hat jedes Mal die Ruhe weg. Das ist unglaublich. Milton wartet auch schon. Teilnahmslos steht ihr hier rum. Da muss man auch mal zuhören. Wir gucken mal, was die Söldnerrüstung kann. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ja, die ist leider gar nicht so geil, ne? Bisschen mehr vor Magie. Aber dann wäre die Rüstung des Ringes Wasser sogar noch besser und die Piratenrüstung sowieso. Das liegt doch auf der Hand. Die können wir halt leider nicht tragen, ne? Das liegt ja auf der Hand, wie er schon sagt. Ach nee, wir haben Gorn befreit. Also, mein Gott. Ich habe Gorn befreit. Gut, dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. Ja, was hau raus. Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrokar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. Ja, du, bei Lord Hagen, da war ich schon. Der hatte keinen Bock zu glauben, also pass von daher. Auf. Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Wie bist du über den Pass gekommen?
Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut. Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann hau ich ab. Dann gehe zu Onas Hof. Lee ist mit seinen Jungs dort. Er braucht gute Männer wie dich. Das mache ich. Werd mir mal angucken, was die da veranstalten. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. Was hat Gorn eigentlich für eine Ausrede? Ich handle stets in Innos Namen. Wenn man ihn nicht befreit und er dann einfach bei Onas Hof ist. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Also weil irgendwas sagt er bestimmt. Es gibt ja auch so einen Dialog mit Diego. Also, was haben wir denn noch zu tun? Bilgots Flucht, Schürfer und Erz. Klaubelios. Ja, Uhrzeit, 10 Uhr, sehr schön. Geh mal wieder los. Haben wir noch Lernpunkte? Ein. Das ist schlecht. Also, wo wir auf jeden Fall hin müssen, ist... Genau, bei Xardas Turm waren wir ja. Wir müssten einmal am Orkzaun vorbei. Und dann gehen wir zu Gestad. Und ich guck nochmal nach. Aber ich meine, es gibt hier auch noch dieses Buch, die Blutfliegen. Wir gehen zuerst zu Kavalons Hütte. Das macht, glaube ich, gerade mehr Sinn. Wir rennen einfach geschmeidig hier durch. Man hört schon die Schamanen im Hintergrund. Ich sag's euch, das wird später noch was, den ganzen Orkring hier wegzumachen. Ja, geht nach Hause. Geht nach Hause. Verzieht euch alle. Okay, die Orks sind schon mal wieder weg. Visier ihn doch an. Geht doch. So. Da sind ja schon wieder die Orks. Das ist nicht gut. Ich dachte, ich könnte vielleicht hier noch so ein bisschen... am Rand plündern. Aber das wird schnell ungemütlich. Guck mal. Trank vergessen. Jetzt, Herr lieber Lurker. Noch ein bisschen Geschick. Und dann sind die One-Hit. Sehr geile Schlagsahne. Zack, zack. Ja, das kann sich schon sehen lassen. Er will uns schon anquatschen. Ich weiß gar nicht, was er will. Ich habe gerade überlegt, vielleicht erst unten die Goblins wegzumachen. Sonst springt da noch einer runter und, meint hier einen auf Kamikaze zu machen. Das kann nämlich schon mal passieren und dann ist Geschrei wieder groß. Deswegen springe ich da jetzt auch nicht runter. Weil die Leute hier leider meistens etwas minder bemittelt sind.
mit dem Wag könnten wir auch gleich mal gucken. Ob wir den nicht mal anloggen wollen. Anlocken wollen. Vielleicht bleibt er hier im Zaun hängen. Das wäre natürlich Premium. Er schaut uns an. Komm schon. Ja. Ja, doch. Also es ist ja nicht viel mehr Geschick und auch nicht viel mehr Schaden. Aber es kann sich sehen lassen. Ich würde ja jetzt nochmal einen Ork probieren, aber die sind halt schon nochmal resistenter als Waage gegen Bogenschaden. Wir haben ja keine Eile. Für die Erfahrung. Also die Fleischwanzen zu treffen ist ja immer richtig schlimm. Da geht's in den Sumpf, da müssen wir aber noch nicht hin. Aber die Sumpfratte könnte mal ankommen. Oder sie stirbt einfach. Ich glaube, weiter hinten wird's aber auch direkt ungemütlich. Sollen wir mal gucken gehen? Wir sind mal so frei und gucken mal, was da so kommt. Ja, Echsenmensch. Hm. Lieber noch nicht. Die sind auch stärker als normale Orks. Von daher, lassen wir das schön bleiben. Als ob er die Ratte hinter ihm getroffen hat. Komm schon. Durch den riesen Feldräuber schießt er durch und trifft dann die Ratte. Das ist auch eine Leistung. Na, wisst ihr noch damals, als Cavalorn und Scorpio hier waren? Das waren noch Zeiten. Seine Hütte knackt immer noch im Wind. Cavalorns Lederbeutel. Too easy. Und wenn wir schon mal hier sind. Was geht, Bro? Halt! Im Namen Inos. Ich bin Markos. Oh, spiel dich jetzt so auf. Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Bleib ruhig. Wir arbeiten für den gleichen Boss, Lord Hagen. Seit wann heuert Lord Hagen Söldner an? Hallo, ich bin Pirat. Sprich, was willst du hier? Ich komme von Garond. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sag Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Er müsste ja da auch nicht rumstehen. Er hat es ja eingeschlossen, das Erz. Wie ist die Lage? Ich harre aus. Und ich hoffe, Garond schickt mir bald die Unterstützung. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum man sich hier nicht so eine kleine Luke reinmacht, die Tür abschließt.
Nur, dass er nicht gucken kann. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Edles Bastardschwert. Ja, hilfreich. Ja. Ja. Ja, macht sich hier so ein kleines Kuckloch rein und dann kann er da mit seiner Magie rausballern. Problem gelöst. Da, edles Bastardschwert. Das ist schon krass. Das ist schon eine Premium-Waffe. Ach, es hing gerade fest. Ich konnte gerade nicht steuern. Also, dann hätten wir ja schon mal alle drei Infos über das Erz. Es ist einfach der gleiche Sound. Wie vom, vom Tür öffnen. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. So, wer ist jetzt hier am Türen auf und zu machen? Komm schon. Triff ihn. Oh. Der Held ist aber auch wieder Kacke im Treffen. Das ist doch echt nicht wahr. Sind wir mal ehrlich, ja? 47% ist jetzt auch nicht so wenig. Yo. Okay, die haben richtig Bock. Bitte triff sie doch. Alte Münze, sehr gut. Können wir bei Vasili abgeben. Oh shit, das sind ja richtig viele. Ich hätte was essen sollen. Naja. Glücklicherweise sind die ja alle One-Hit. Ich habe jetzt gerade eben schon kurz Angst gehabt, dass hier ein Schattenläufer drin hockt. Aber... nochmal Glück gehabt, ne? Jetzt gucken wir mal. Was war denn das? Ach hell, du kommst doch da hoch. Er kommt da hoch, er will es nur gerade nicht. Eigentlich weiß er, dass er da hoch kann. Er will nur gerade nicht. Ihr habt es gerade eben alle gesehen. Er ist da schon hochgehüpft wie ein junges Reh. Dann laufen wir halt außen rum. Auch okay. Er wollte uns ja schon anquatschen, oder? Halt, bleib jetzt stehen, wo du bist. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Nee, keine Sorge. Ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Hey, Moment. Also dafür. Danke. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engrom. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Okay. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. So geiler Spruch. Das Einzige, was hier draußen gibt, ist auf die Fresse. Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Hm. Vielleicht auch nur Zufall.
Ja, die haben es nicht so mit dem Schwimmen. Warum tut's dir um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Okay. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so. Jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön. Das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Bestimmt. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Ja, Herzen nehmen wäre auch schon mal was. Hey. Herzen nehmen ist schon was Geiles. Erstmal beklauen. Tut mir ja ein bisschen leid, aber wie sieht's aus? Beschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Okay. Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Ja. Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Orks? Nur so als Idee. Dürfen wir ihre Truhen plündern? Ein paar Dietriche wären hilfreich. $170 und ein Stück Käse. Falls man keinen gehabt hätte, hier gibt's Käse. Ja, großer Trank. Schon sinnvoll. Und jetzt, wenn man vorher in Jaken da war, ich meine nämlich, wenn man die Rüstung trägt, dann greifen einen die Banditen nicht an. Genau. Geh, solange du noch kannst. Ich meine, die erzählen jetzt keine krassen Sachen, aber... Mach mich bloß nicht an, du Penner! Aber man kann hier einfach ganz unbehelligt durchmarschieren. Geh mir aus den Augen. Das wollte ich gar nicht. Die rechte Taste hing irgendwie fest. Ja, kann man hier unbehelligt durchlatschen und sie dann alle hinterrücks abschießen. Oh, das war ja sogar so ein richtig großer. Ist ja saugeil. Na warte, du Mistkerl! Okay. Komm schon, Held. Aufhören? Zack, zack. $600, ey. Wir haben noch nie Bolzen gekauft. Ja. Das war's dann mit den Banditen.
Ist so, finde ich, recht entspannt. Und weniger Probleme. Ich weiß gar nicht, ob wir das den anderen zwei auch sagen können, dass wir die Banditen weggemacht haben. Ich denke mal, irgendwie schon. Ach komm schon, jetzt trifft da wieder nix. Vorhin hat er wieder auf 50 Meter Entfernung den Headshot des Todes gemacht. Und jetzt trifft er wieder nix. Geht doch. Das meine ich. Manchmal hat der Held ein Aiming drauf. Das ist unglaublich. Wie ein junger Gott. Und dann, 5 Schüsse später, geht wieder gar nichts. Der hat auch den Sound von einer öffnenden Tür. Das ist ja ganz schlimm. So, sind hier Scavenger oder schlimmere Unholde? Waffenknecht. Nichts hat er dabei. Er hat hier die Kommandantenrüstung, aber sonst nichts. Das ist ja tragisch. Und du? Ich kann die Lurker riechen. Und die Snapper. Was haben wir noch? Wir haben noch 5 Minuten. Ich glaube, hier war aber nichts mehr. Wer es kennt, hier war eigentlich der geheime Eingang ins neue Lager. Wer es nicht kennt, Let's Play gucken. War gut. War nach 40 Folgen rum. Oh shit, das war, glaube ich, ein bisschen mutig. Komm mal du alleine her. Deine Freunde brauchen wir erstmal noch nicht. Ah, 4 Stück. Wenn der Held treffen würde, wäre es schon... Okay. Okay, ich habe sie ja komplett überschätzt. Das tut mir leid. Ich habe... Oh, ich habe die irgendwie schlimmer in Erinnerung gehabt. Was macht denn euer Freund da hinten? Ertrinkt er oder kann man ihm helfen? Ja, komm. Der Vollständigkeit halber machen wir die jetzt auch noch weg. Lauf nicht weg. Ah ja, die zwei sind sowieso noch hier. Sehr schön. Gehen wir da mal noch Hallo sagen. Oh, er will uns auch schon anquatschen. Halt! Wer da? Du bist doch nicht gekommen, um mich wieder in die Erzmine zurückzuschicken. Doch. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich gehe nicht mehr zurück. Boah. Was machst du denn hier draußen? Hi, du. Blöde Frage. Verstecken natürlich. Die Schweine der Miliz haben ihre Späher überall. In die Mine gehe ich jedenfalls nicht wieder.
Kann man die wieder zurückbringen, wenn man bei der Miliz ist? Das habe ich nie probiert. Der Braten riecht gut. Finger weg! Hey. Fünf Gold. Und Erfahrung. Kervo. Was geht? 10 Gold, immerhin. Was ist los mit dir? Das fragst du noch? Guck dich doch mal um. Diese verdammten Lurker haben den ganzen Fluss in Beschlag genommen, seit ich hier bin. Erst waren es nur 2. Seit gestern habe ich mindestens 5 gezählt. Keine Ahnung, wie ich hier jemals wieder rauskommen soll. Da sind jetzt keine mehr. Hast du schon versucht, zum Pass zu gelangen? Bin ich denn wahnsinnig? Mich kriegen hier keine 20 Soldaten wieder raus, solange die Viecher da draußen sind. Ich hasse die Biester. Wenn ich sie schon rieche, dann kriege ich Schweißausbrüche. Und dieses ständige Gekluckse, das einem das Blut in den Adern stockt. Wenn du dir von denen das Fell abziehen lassen willst, dann tut dir keinen Zwang. Seht ihr seinen Oberkörper, wie er sich ineinander dreht? Sieht richtig schlimm aus. Was würde ich von dir bekommen, wenn ich die Biester töte? Nun ja, es würde schon reichen, wenn die Lurker vor der Höhle verschwinden würden. Ich habe einen Brocken Erz gefunden. Den würde ich dir dafür geben. Klar, her damit. Die Lurker vor der Höhle sind weg. Großartig. Jetzt kann ich wenigstens wieder durchatmen. Hier hast du das versprochene Ding. Danke. Gehst du jetzt über den Pass? Vergiss es, Mann. Wenn sie mich erwischen, muss ich wieder in die Minen. Ich gehe hier nicht weg. Er wartet auf die Drachenjäger. Das stört euch ja nicht. Ist halt auch wieder sowas, ne? Dann haben sie da 10 Gold. Und der eine Erzbrocken ist so viel wert. Das kannst du gar nicht mehr aufwiegen. Nochmal ein schönes Bett für die Magier. Oh ja. Ja, das dauert jetzt wieder. Der eine Lurker war jetzt wieder nur Luck. War quasi Lurk. Das ist meine Blutfliege. Ja, haltet mal alle eure Schnauze. Das ist nämlich meine Blutfliege gewesen. Meine Erfahrung. Da oben ist eine Höhle. Können wir auch gleich mal noch gucken gehen. Also, aber wie es hier weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich danke mich, danke vielmals fürs Einschalten und dann bis morgen. Ciao.